Abgrenzung nach außen oder nach oben, okay, sondern über, wir kriegen das zusammen hin. Michael Brücker schüttelt schon den Kopf und mich. Interessieren, warum? Wo fangen wir an? Ja, nee, aber wir bleiben bei der Migration aus meiner Sicht sehr gerne, weil für mich ist das, und man kann über viele Politikhandlungsfelder der Grünen so oder so reden, aber bei der Migrationspolitik ist es aus meiner Sicht wirklich offensichtlich. Es gab eine Wünsch-dir-was-Rhetorik und Kommunikation und auch Priorisierung der Grünen in den letzten 10, 15 Jahren. Von wegen, das ist ein Wirtschaftswunder, was da kommt. Das sind alles tolle, junge Menschen, die uns bereichern. Mhm. Ich brauche Ihnen diese Zitate alle gar nicht vorhalten. Sie kennen die alle besser. Das Problem bei der Migrationspolitik ist nicht, dass Sie immer sofort auf eine emotionale Metaebene gehen, sondern konkrete Politik. Es ist eine willkürliche, es ist eine irrationale und es ist eine sehr Wünsch-dir-was-Politik gemacht worden in der Migration. You're goddamn right. Frage bis hin zu, dass Äußerungen wie Begrenzung bei grünen Politikern gar nicht zum Standardrepertoire gehören dürfen, weil das dann schon ausgrenzend ist. Dass Menschen in Sozialsysteme einwandern, wird teilweise negiert bei euch. Und dass dann jetzt sogar darüber diskutiert wird, dass ein Abschiebegesetz in der Ampel, das zu 600 Abschiebungen laut Gesetzentwurf in Deutschland führen soll, dass das selbst doch mal diskutiert wird. So 600 wird. Mehr. Ne? 600 mehr, was ja ein Witz ist angesichts der tatsächlichen Fälle. Ihr habt die Deutschen und deswegen auch gerade die Mehrheit der Grünen gut gestimmten potenziellen Wählerin enttäuscht, dass ihr bei diesem zentralen Thema nicht ehrlich wart. Weder in der Kommunikation noch in der Handlung. Ihr habt eure Politik bei dem Thema ja nicht verändert. Wollt es bis heute nicht tun. Und das ist echt der Grund, warum die Grünen nicht mehr bei 25 sind, sondern bei 12%, ist tatsächlich die aus meiner Sicht naive und widersprüchliche Migrationspolitik. Über alles andere kann man diskutieren. Aber hier folgen euch die Mehrheit der Leute wirklich nicht mehr. Selbst die, die euch wohlgesonnen sind. Also